Ja, komm, ich speichere. So, man weiß ja nie, vielleicht schmiert die PlayStation ab, keine Ahnung. Und dann ist der ganze Speicherstand weg. Alles schon erlebt, meine Freunde, alles schon erlebt. So. Hey, it's this way. Nun, aber mal hier mal gucken. Lass mich doch mal in Ruhe gucken. Mensch. Nicht mal in Ruhe kann man sich hier umgucken. Immer diese Hektiker. Die Menschen heutzutage haben sowieso keine Zeit mehr. Alle sind voll hektisch. Alle wollen immer die Ersten sein. Wow, da geht's aber ganz schön tief runter. Was macht er da? Ich glaube, er schubst uns jetzt runter, oder? Da kommt dreifacher Rückwärtssaldo. Schade. Na, ich denke, das ist der schnellste Weg, ne? Oh, da ist so eine Kiste. Nice. Tauch mal dahin, bitte. Hallo? Runter. Bruder. Mach doch nicht Auge. High Potion erhalten. Nice. Und ein Mob. Au. Autsch. Und zack. Er wirft einen Blitzball. Er ist halt auch sehr gut gegen fliegende Viecher, glaube ich. Leider keine Items diesmal bekommen. Sogar die Unterwasserwelt ist geil. Aber ich muss sagen, ich habe in noch keinem Videospiel so ein geiles Wasser wie in Sea of Thieves gesehen. Zack, die beiden Hammer. Sind das Piranha? Ja, das sind Piranha. Ich hasse Piranhas. Die Viecher lassen nicht mal Knochen von dir übrig. Die fressen dich komplett auf. Kraftsteroid, das müsste doch dann jetzt hier passen, oder? Ja. So, Abwehrkraft gesteigert. Nice. Cool. So, da ist noch eine Kiste. Die holen wir uns natürlich. Na komm. Bitte einmal abtauchen. Oh, Junge, taucht doch einfach ab und nimm die Kiste. Antitod, okay. Ich glaube, das hat ist halt Vergiftung, wenn ich mich nicht irre. Au, wie viel denn noch, Alter? Scheiße, diesmal greift er immer nur einen an. Was soll das? Vorhin hat er zwei Stück auf einmal platt gemacht. Aua, das tut doch weh. Mensch. Und ciao. Das war sogar ein Crit. Dö. Da hinten müssen wir lang, okay? Hier irgendwie vielleicht noch eine Truhe. Na, nö, scheint nicht so, ne? Boah, Alter! Das ist ein bisschen nervig, dass du so oft kämpfen musst, aber naja, gut. Ciao und ciao. Umso stärker werden wir halt, ne? Dö. Warum lacht er so? Let me go. Got a favor to ask you. You want me on your team, right? A major Blitz tournament's coming up. All the teams in Spira will be there. It's so huge, I'm sure someone there will recognize you.
You can go back to your old team, right? It'll be fun. What do you say, huh? Come on, come on. Sure thing. Dude, our team is gonna rock, eh? Okay, jetzt mal zu in seinem Team. I thought then that Blitzball and Sin were the only two things that Spira and Xanarkin had in common. I wasn't too far off either. Okay, endlich wieder festen Boden unter den Füßen. This is where I was born. I started Blitz when I was 5. I joined the Aurochs at 13, 10 years ago. 10 years, and we never won a game. Well, after last year's tournament, I quit. Time seemed right. In 10 Jahren kein einziges Turnier gewinnen. Ja, moin. So, after quitting, I got this new job, yeah? But every time my mind wandered, I thought about the game. 10 years without a single win will do that. My first match last year was my big chance. But something else was on my mind. I couldn't focus. Nice excuse. Hey, hey! So, you want to win the next tournament? Go out with a bang. So, what's our goal? I don't care how we do. Long as we play our best. If we give it our all, I can walk away happy. No. If I say, what's our goal, you say, victory. When you play in a Blitzball tournament, you play to win. Victory. Victory. You serious? Natürlich. Das machen wir doch easy. Okay, auf geht's. Wenn ich mich, The one from the sea. Be on guard. There are fiends on the road today. After surviving your run-in with Sin, it would be a shame if something happened now. Who are they? Luzu and Gata, Crusaders. Huh? Crews of what? What, you forgot that too? Hey, sorry. Don't worry about it. I'll help you out. Cool. In return, come tournament time, I'll make sure we take the cup. Cool. About the Crusaders, you can ask them yourself. They got a lodge in a village. Die Bürgerwehr, okay, die haben also eine Bürgerwehr hier, alles klar. Ja gut, die haben keine Polizei oder so. Irgendjemand muss ja für Recht und Ordnung sorgen. Crusade Village. They got any food there? We'll get you something over there later. Take a look around first. Let's see. The Crusaders' lodge is over yonder. Luzu and Gata are usually there. All right. Over here. Huh? What's up? You do remember the prayer, right? I didn't know it in the first place, to tell the truth. Man, that's like the basics of the basics. All right, I'll show you. Okay, ja, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Das kriege ich hin. Go ahead, you try. Aber was ehren die da mit dem Blitzball oder was? Okay, now go present yourself to the temple summoner. Any Blitzball player would know that prayer. It was the Blitzball sign for victory. Aber er weiß ja gar nichts irgendwie. Komisch. Guten Tag, gibt's hier irgendwas? Oh, Waffen. Hallo, Kleiner. Papa spielt gar nicht mehr mit mir. Warum?
Man sagt, du seist aus dem Meer gekommen. Lutz hat's mir erzählt. Guten Tag, junge Dame. Seltsame Kleidung, woher kommst du? Du bist neu hier in Besside, oder? Ja, kann man so sagen. Oder? Bin nur auf der Durchreise, ohne Kiste. Klauen wir mal natürlich. Phönixfeder, nice. Guten Tag, haben Sie was zu verkaufen oder so? Items kaufen, okay. 494 Gil. Ja, da können wir ja ordentlich zuschlagen, ne? So, habe ich was zum Verkaufen? Ne, die Steroiden brauchen wir noch. Beehren Sie uns wieder. Ja, mache ich auf jeden Fall. Er hat gesagt, wir müssen zum Tempel. Dann machen wir das jetzt gleich mal. Aber sonst gibt es hier jetzt nichts, oder? Ich gucke ab und zu, ob ich noch irgendwie eine Kiste finde. Oder so, aber... So, gehen wir mal in den Tempel rein. Ich finde dieses Lied mega geil. Ich hatte es früher mal als Klingelton. It was then standing in that place. I began to realize how different this world was from my own. Anscheinend. Ich meine, wenn man 1000 Jahre in die Zukunft gereist ist, wenn wir jetzt 1000 Jahre in die Zukunft reisen, wäre das auch komplett unterschiedlich. Hier ist es halt, weil die ganzen Städte irgendwie zerstört wurden. Ten years have passed since Lord Braska became High Summoner. And finally, we receive a statue for our temple. Well, what's a High Summoner? Er verplappert sich jedes Mal. I got too close to Sin's toxin. It was funny hearing myself make the same excuse over and over. Funny. And a little sad. The summoners are practitioners of a sacred art, sworn to protect the people of Yavin. Only a chosen few become summoners, who call forth entities of great power, the Aeons. The Aeons hear our prayers and come down to us. They are the blessing of Yavin. So what he meant? Was that we should respect some kind of great men or something like that, I figured. So können wir hier irgendwie beten? Die Frage ist, was muss ich hier machen? Hier komme ich rein. Hast du was? In den alten Schriften stehen nichts über eine Heilmethode für Sinnsgift. Wenn du von Yavin gesegnet bist, wirst du das Gift vielleicht los. Alles klar. Bete, damit du entgiftet wirst. Ja, will ich ja, aber wo? Wo kann ich denn hier beten? Hallo? Es triggert hier gerade nichts. Bei ihr vielleicht? Nö. Aus der Garde darf niemand in die Hallen der Prüfung. Aus der Garde, okay? Ja, ich bin keine Garde. Ich bin nur ein Landstreicher, der hier zufällig vorbeigekommen ist. Und ich werde alles rausrauben. Haha. Boah, wie kann ich denn hier beten, Alter? Ich hab's vergessen. Hallo? Bitte, bitte lass die Beside Owens wenigstens ein Tor schießen. Bitte lass uns nicht auf Sinn treffen.
Er macht hier irgendwie gerade nichts. Hoffentlich kehrt das angehende Medium unversehrt zurück. Bitte, bitte lass das Gift echt weggehen. Ich will bis zur Offensive wieder gesund sein. Was, für was wir sehen. Das Dorf, in dem ich geboren wurde, ist von Sinn ausradiert worden. Boah, sowas ist halt natürlich mies, ne? Wer bist du denn? Woher kommst du denn? Ich komme aus Senegal. Bitte, bitte, ja, das haben wir schon. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier beten soll, kein Plan. Gehen wir mal zurück. Ging irgendwie gerade nicht. Wir mussten aber noch in das Zelt von der Bürgerwehr. Das machen wir jetzt gleich mal. Ich glaube, das war hier, ne? Warte mal, hier ist was. Lernprogramm, achso, das ist das. Willst du, ja, komm, dann übernachten wir mal. Der schnarcht fast so wie ich. Aber wir brauchen Futter. Futter, Futter. Hat er nicht gesagt, hier in dem Zelt gibt's Futter? Solche Lebe werden in Transition. Ja, ja, bla, bla, bla. Hier war das doch, oder? Ah, da ist er. Sorry, man. No time for lunch yet. Das Essen ist noch nicht fertig. Take a nap. You look... Okay. Dann gehen wir mal pennen. Wir haben zwar gerade gepennt, aber... Boah, den Schlaf hätte ich gern mal. You could at least go see how they are doing. We can't interfere. It's a rule. But it's been nearly... Es ist schon, aber es ist schon... But it's been nearly... It's been nearly a day already. Perhaps you could go look for us. People are searching for him now. Thank you. Wer ist das denn? Who cares whether he comes back or not? But he might die. Fine, let him. Do you hate him? Ach, das ist unsere Mutter. But if he dies, you'll never be able to tell him how much you hate him. So. Walker? Der Walker ist weg. Ich würde jetzt gerne speichern, weil ich würde jetzt hier auch Schluss machen. Ich schneide das Ganze in 22 Minuten Folgen. Ich muss das Ganze ja noch hochladen, dass ihr die auf jeden Fall rechtzeitig die Folge bekommt. Ohne Mieze. Hallo kleine Mieze. Miau. Gestern sah ich das angehende Medium in Richtung des Tempels gehen. Es schien wohl auf zu sein, ich machte mir keine Sorgen. Jetzt kommen mir Zweifel. Okay, zack, erstmal speichern bitte. So. Gut. Zack. So, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschö mit Ö.